Ich würde das nicht auf meine Hautfarbe beziehen, als ich das erste Mal erlebt habe, dass ich anders bin. Und das habe ich dann so empfunden, als ich Profi wurde. Da hatte ich das Gefühl, okay, die Leute behandeln mich anders. Aber warum? Vor über 20 Jahren habe ich auf einer politischen Veranstaltung mal gesagt, mein größter Wunsch ist es, dass ich in 20 Jahren in Deutschland nicht mehr gefragt werde, woher kommst du? Denn diese Frage beinhaltet immer, du kommst nicht von hier. Aber das stimmt nicht. Ich bin in Darmstadt geboren und meine Eltern kommen aus Vietnam. Für mich müsste also die Frage lauten, woher kommen deine Eltern? Oder aber, wo sind deine Wurzeln? Aber wo stehen wir 20 Jahre später? Wird diese Frage immer noch so gestellt, woher kommst du? Oder sind wir mittlerweile so weit, dass sie anders gestellt wird? Bin ich anders, obwohl ich mich nicht anders fühle? Wie sehen es andere mit ähnlichem Background wie ich? Darüber möchte ich sprechen. Willkommen beim Anderssein-Podcast. Dennis, schön, dass du da bist. Ich stelle dir ganz am Anfang drei Fragen und würde gern, dass du mir sie beantwortest. Mhm. Woher kommst du? Aus Deutschland. geboren bin ich in Karlsruhe und bin Sohn einer deutschen Mutter und eines nigerianischen Vaters. Gibt es für dich einen Unterschied zwischen Heimat und Zuhause? Gute Frage und schwierige Frage zugleich. Heimat ist für mich, ich würde schon sagen, dass Deutschland für mich Heimat ist. Mhm. Zuhause ist dann eher so ein bisschen, Zuhause ist der Ort, wo ich mich wohlfühle in der Heimat. Von daher würde ich sagen, meine Heimat ist Deutschland zu 100% und mein Zuhause ist auch nicht unbedingt ein Ort, sondern irgendwie, ja, mein Zuhause ist meine Familie, würde ich sagen. Mhm. Welche Rolle spielt für dich Akzeptanz? Eine sehr, sehr große Rolle. Akzeptanz ist, glaube ich, wichtig in so vielen Bereichen. Also, wie trete ich Menschen gegenüber? Also, Akzeptanz hat so eine vielfältige Bedeutung, dass ich sie eigentlich gar nicht in so kurzer Zeit erklären könnte. Da müsste man in jedem verschiedenen Einzelfall quasi nochmal drauf eingehen. Ich habe ja mich ausgiebig mit dir beschäftigt und du hast ja echt eine wirklich krass spannende Biografie. Meine Eltern sind ja aus Vietnam. Also ich würde auch auf die Frage, woher kommst du, immer sagen, aus Deutschland. Punkt. Oder aus Darmstadt. Ich bin ein Hesse-Mädchen. Und man wird ja aber immer noch mal nachgefragt. Ja, so siehst du ja nicht aus. Dein Papa kommt aus Nigeria. Hast du eigentlich als Kind viel Rassismus erlebt, also bezüglich deines Vaters? Gar nicht mal erstmal du, sondern erstmal bezüglich deines Vaters? Nicht bezüglich meines Vaters, aber aufgrund meiner Hautfarbe natürlich, weil man es sofort sieht. Also es hat jetzt nicht unmittelbar, natürlich schon, weil ich die Hautfarbe natürlich von meinem Vater habe, aber es hat meistens mit der Hautfarbe zu tun, aber nicht mit ihm jetzt direkt. Aber dein Vater hat auch Rassismus erfahren oder hast du das als Kind gar nicht so? Doch, das habe ich schon mitbekommen. Und wie war das für dich? Ich mich gar nicht so richtig in meinen emotionalen Zustand zurückverfolgen kann, wie ich als kleines Kind war. Warum? Weiß nicht, wahrscheinlich, weil es auch ein bisschen verdrängt wurde. Mhm. Also jetzt nicht nur spezifisch auf rassistische Erfahrungen, sondern es waren auch noch ein paar andere Geschichten, die ich in meiner Kindheit so erlebt habe, wo ich glaube ich so einen Riegel davor geschoben habe, emotional, um nicht mehr in die Gefühlslage zu gehen. Also ich weiß, dass du darüber mal sehr offen geredet hast, deine Eltern haben sich getrennt mit 13 und das hat dich emotional, klar, du warst in der Pubertät, du bist mit deinem Papa sogar mitgegangen. Mhm. Hatte das bestimmte Gründe, warum du mit deinem Papa mitgegangen bist und nicht bei deiner Mutter gelebt hast in Karlsruhe? Ja, einen ganz bestimmten Grund, das war mein Sport. Mein Vater hat mich von Tag 1 voll unterstützt, hat da auch sehr viele Opfer auf sich nehmen müssen, weil, kannst du dir vorstellen, wir sind 5 Kinder gewesen. Mhm. Und ich habe den Sport schon sehr intensiv gemacht, als ich klein war. Und wir waren sehr viel unterwegs auf Turnieren, auf Spielen. Und da im besten Fall hat man jemanden, der einen fördert. Und das war mein Vater in dem Fall.
Ohne ihn hätte ich auch den Weg gar nicht gehen können, den ich dann gegangen bin. Aber es hat halt auch seinen Preis gehabt, indem er andere vernachlässigt hat, meine anderen Geschwister. Und auch da gab es schon innerhalb der Familie natürlich Reibungspunkte, die für mich als Jüngsten nicht so ganz einfach waren. Dein Papa hat nämlich, glaube ich, in der dritten Liga mal gekickt, ne? In Nigeria. Also das heißt, also ich habe ja auch einen Sohn, ich habe zwei Söhne, aber mein Großer hat auch Fußball gespielt. Deswegen weiß ich, was das für Opfer sind, wenn man samstags morgens um 7 auf einem verregneten Platz steht und irgendwelchen schlechten Kicks zugucken muss. Also deswegen weiß ich, dass man auf jeden Fall gefördert werden muss. Also ich bin ja auch so eine Fußballmama. Deswegen weiß ich das. Und du bist ja aber mit deinem Papa dann nach Mannheim gegangen. Also du bist nicht in Karlsruhe geblieben, sondern nach Mannheim, weil er da gearbeitet hat. Nicht direkt nach Mannheim. Mein Vater hat in Mannheim gearbeitet und nicht in Mannheim gespielt, aber wir sind quasi zwischen Karlsruhe und Mannheim hingezogen, nach Bruchsal heißt das. Und haben da gewohnt, weil eben die Anfahrtswege da einfacher waren. Und ich noch jemand Bekanntes da hatte, bei dem ich halt viel Zeit verbringen konnte, während mein Vater arbeiten war. Genau. Das war wie eine Art Gastfamilie eigentlich für mich. Und wie war das eigentlich? Also ich meine, das macht ja auch was mit einem. Also erstmal Eltern trennen sich, du bist tagsüber in einer Gastfamilie, dein Vater geht arbeiten, du spielst viel Fußball, das macht wahrscheinlich auch viel mit dir. Zu 100%. Das hinterlässt Spuren. Also nicht nur die Trennung, ich meine, vor der Trennung sind schon ganz viele Dinge passiert, wo man immer zwischen den Fronten stand. Also es war jetzt schon was anderes als die harmonische Familie, die man sich sonst so wünscht. Da war 7-köpfige Familie, 4 Reibereien auf knapp 90 Quadratmeter. Das ist heute für mich heute darf ich ein anderes Leben führen, jetzt zumindest von den Räumlichkeiten. Und wenn ich mich zurückerinnere, dass wir da zu 7 auf 90 Quadratmeter gewohnt haben, und es gibt wahrscheinlich viele, viele, die, bei denen das noch enger ist, dann muss ich schon sagen, das war keine einfache Zeit. Und klar, dann die Trennung ist natürlich das Schmerzhafteste, wenn man dann als Kind merkt, okay, es gibt wirklich kein Zurück mehr und dann sich auch entscheiden muss, für oder gegen. Und natürlich ist die Person, gegen die man sich dann entscheidet, in dem Fall meine Mutter, nicht davon begeistert gewesen. Und man weiß als Kind natürlich, dass man da jemanden enttäuscht hat, ist aber andererseits noch sehr, sehr jung und nicht in der Lage, irgendwie dann die emotionalen, diesen Schmerz von der eigenen Mutter irgendwie aufzufangen. Da ist man ja mit 13 überhaupt nicht in der Lage, sondern man muss gucken, dass man selber irgendwie einen Weg findet. Zusätzlich kommt man dann in ein Umfeld, wo fremd ist, in meiner Gastfamilie. Mein Vater war auch oft arbeiten und nicht da. Und das war schon so, dass ich halt relativ schnell lernen musste, erwachsen zu sein oder auch vor allen Dingen mich auf mich selbst verlassen zu können und meine emotionalen Wunden auch ein bisschen mit mir selbst ausmachen zu müssen. Und das war im Nachgang natürlich eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich. Ich nehme an, es war eine deutsche Gastfamilie. Genau. Konntest du da irgendwie, wenn du etwas am Platz erlebt hast, also ich habe das nur bei meinem Sohn gemerkt, dass das schon krass zugeht. Also verbal, emotional, dass da am Platz natürlich Sachen fallen, die nicht so einfach sind. Der konnte aber immer zu mir kommen, weil ich ja auch selbst eine Betroffene bin. Konntest du solche Sachen mit deiner Gastfamilie besprechen? Oder hast du es einfach runtergeschluckt? Ich habe es einfach runtergeschluckt. Und irgendwie habe ich mich ja auch nie, trotzdem ich natürlich eine andere Hautfarbe hatte, das weiß ich, aber irgendwie habe ich mich nie anders gefühlt. Also ich habe mich fast schon... Klar wird man ab und zu damit konfrontiert. Ich erinnere mich mal, wir waren in Mannheim bei einem Spiel. Also jetzt im Fußball selbst wenig, weil Fußball ist so Multikulti auch schon vor 10, 15 Jahren gewesen. Das ist, glaube ich, auch das Besondere am Fußball. Und ich glaube, Fußball kann auch für viele Sachen ein Halt, aber auch ein Stück weit Vorbild sein, wie man mit verschiedenen Nationalitäten, wie man umgeht und wie man das Ganze unter einen Hut bekommt und trotzdem gemeinsam für das gemeinsame Ziel irgendwie kämpft. Das ist schon, ist Fußball, glaube ich, auch ein bisschen sinnbildlich für andere für andere Bereiche. Aber
Ja, es gibt natürlich Fälle außerhalb des Spiels, wo man das bemerkt. Wir waren mal bei einem Spiel dann in Ludwigshafen, das ist in der Nähe von Mannheim, weil wir ein Spiel der Erwachsenen gucken wollten von Waldhof Mannheim. Und dann sind wir an einer Gruppe von, glaube ich, 15, 20 wirklich Rechtsradikalen vorbeigelaufen, mein Vater und ich, und die uns dann hinterhergerufen haben, irgendwie das N-Wort, was macht ihn Piep hier? Mhm. Und wir sind weitergelaufen. Mein Vater ist halt irgendwie auch so ein stolzer Afrikaner, der wollte tatsächlich zurückgehen und sich den Männern stellen. Und mein Vater, muss mir vorstellen, der ist 1,65 Meter groß, also total liebe Person eigentlich, aber bei sowas hat er sehr empfindlich reagiert und auch keine, also überhaupt nicht ängstlich. Also er wollte zurück und wollte sich stellen. 15 wirklich, also eine richtige Gruppe von starken Männern, und wir haben ihn dann dazu bekommen, dann nicht zurückzugehen. Also solche Erlebnisse gibt es dann schon hier und da immer wieder, aber in der Gastfamilie selbst, also in meinem Fußballumkreis, in der Schule oder auch bei der Gastfamilie, habe ich mich eigentlich fast immer deutsch gefühlt. Mhm. Und das war auch eine richtig typisch deutsche Familie. Also ich glaube auch, dass ich jetzt... Typisch deutsch? Ja, da war so alles strukturiert und keine Ahnung, der Mann war arbeiten, die Frau hat sich um die Familie gekümmert, so das Typische. Und dann immer deutschen Schlager gehört. Ich glaube, deshalb kann ich heute das ganz gut hören. Also ich höre es nicht. Ich höre es nicht Helene selbst. Helene Fischer. Ja, alles. Ja, ja. Von Wolfgang Petri und ja. Also wirklich durch die Bank. Richtig deutsche Musik. Ja. Musste ich ja hören. Ich war ja da zu Besuch, habe Mittag gegessen und so. Und ich glaube, dass ich deshalb das heute ganz gut hören kann. Also wie gesagt, ich würde mir das jetzt nicht selbst anmachen, aber ich habe auch kein Problem, wenn das irgendwo läuft. Ja. Ich glaube, dass das so aus der Zeit kommt. Das ist witzig. Ich bin ja auch bei einer Gastfamilie gewesen, weil meine Eltern haben mich sehr jung bekommen. Meine Eltern haben beide studiert und dann war ich quasi wie so bei einer Tagesmutter. Und die hatte drei Jungs und ich war das einzige Mädchen, wo natürlich... war ihre Prinzessin. Und deswegen, ich habe mich auch wahnsinnig deutsch gefühlt. Also ich habe gehässelt, also ich habe richtig krass derbstes Hessisch gesprochen, weil die Oma auch immer da war, ne? Von der habe ich das gelernt. Also ich meine, so ein Asiatenkind und dann redet das richtig krass Hessisch. Aber ich habe mich eben auch immer genau deshalb deutsch gefühlt und war total irritiert, als ich zum ersten Mal mit 4, daran kann ich mich erinnern, bewusst mit meinem Anderssein konfrontiert wurde. Also ich habe mich nicht anders gefühlt. Wann war das bei dir? Kannst du dich daran erinnern, dass du plötzlich gemerkt hast, Mensch, irgendwie behandeln mich andere anders, aber ich selbst fühle mich eigentlich gar nicht anders? Ich würde das nicht auf meine Hautfarbe beziehen, als ich das erste Mal erlebt habe, dass ich anders bin. Und das habe ich dann so empfunden, als ich Profi wurde. Da hatte ich das Gefühl, okay, die Leute behandeln mich anders, aber warum? Also das war auch immer schon so bei mir, gerade als ich dann erfolgreicher wurde, habe ich das Gefühl gehabt, die Leute behandeln mich, als ob ich ein Superstar bin. Ich bin aber gar keiner. Mhm. Ich bin eigentlich doch ein Mensch, genauso wie du und ich. Deshalb hab ich auch bis heute eigentlich, wenn mich auf der Straße, und das, ich meine, ich bin 15 Jahre jetzt oder 16 Jahre irgendwie ein Stück weit in der Öffentlichkeit gewesen, fühle ich mich immer noch komisch, wenn mich jemand um ein Foto fragt auf der Straße. Ja. Weil ich denke, hey, ich bin doch eigentlich nicht anders. Also ich würde das nicht unbedingt auf meine Hautfarbe beziehen, weil, oder vielleicht kann man es anders sagen, da habe ich es bewusster erlebt. Als Kind habe ich es vielleicht gar nicht so bewusst wahrgenommen, dass ich, wenn ich jetzt beleidigt wurde oder so, da kann ich mich vielleicht gar nicht so bewusst dran erinnern. Also, weil du das mit deinem Papa erzählt hast, wir sind mit 10 Jahren, als ich 10 war, nach München gezogen. Da war in Hörschen gleich ein ganz anderer Ton als in Darmstadt. Darmstadt war damals rot-grün, sehr liberal. Und ich hatte einen vietnamesischen Pass und ich bin dann nach München gezogen, dann Ausländerbehörde und so. Das war echt hart mit so einem bayerischen Beamten. Das war für mich ein totales Schockerlebnis. Das war so kurz vor meiner Pubertät. Und dann habe ich so Sachen erlebt mit meinen Eltern. Meine Eltern typisch vietnamesisch, immer sehr zurückhaltend und höflich. Aber ich wollte meine Eltern verteidigen. Also hattest du bei dem Erlebnis, was du uns vorher erzählt hast, wolltest du deinen Vater nicht verteidigen? Also er wollte sich selbst verteidigen, du hast ihn eher weggezogen. Bei mir war es eher so, dass ich dann in die Konfrontation gegangen bin, weil es um meine Eltern ging. Hattest du nicht dieses, oder kannst du dich da nicht mehr dran erinnern? Nee, im Gegenteil, ich wollte meinen Vater nicht verteidigen, ich wollte ihn schützen. Mhm. Weil du wusstest, der hat keine Chance. Ja. Ja, es war eher so ein
Schutzding. Ja. Klar, wenn das vielleicht eine andere Situation gewesen wäre, wäre ich auch eher in Angriff gegangen. Aber die besondere Situation war einfach so, dass es keinen Sinn gemacht hat. Mhm. Und man hat so offensichtlich gesehen, welcher Gruppierung sie angehören, dass es für uns keinen Sinn gemacht hätte, da auf Konfrontation zu gehen. Im Gegenteil. Mhm. Und du bist ja dann in ein Internat gekommen, in ein Fußballinternat, weil da lag ja, also man hat dann gesehen, dass du sehr viel Talent hast. Du warst dann in Freiburg, mhm, Internat unter Streich. Das ist ein ganz besonderer Trainer, ja, der dich auch sehr gefördert hat. Und ich habe gelesen, dass du auch viel Scheiße gebaut hast im Internat. Lag das daran, weil du dich schon immer alleine durchschlagen musstest und keine Autorität, Person in deinem Leben hattest, so richtig, also so eine Bezugsperson, oder woran lag das, dass du so wahnsinnig rebelliert hast zu dem Zeitpunkt? Ich glaube schon, dass es mit der Vergangenheit zu tun hatte, genauso wie du das sagst. Also ich hatte kein Umfeld, wo mir irgendwie die Grenzen richtig gezeigt hat oder wo mir vorgelebt hat, wie man sich zu entwickeln hat. Ich musste, wie gesagt, mit 13 schon früh irgendwie meinen eigenen Weg gehen oder zumindest so, wie ich dachte, wie er richtig ist, und keiner hat mir irgendwie da Hilfestellungen geben können, mhm, weil eben keiner da war. Also meine Familie war ja dann in Karlsruhe, ich war ja dann schon in Bruchsal und dann später ja in Freiburg, also immer weg schon von meinen älteren Geschwistern auch, von meinem Freundeskreis, der ja dann auch über die Jahre abbricht, in den meisten Fällen. Ja. Mein Vater, der viel gearbeitet hat, und da blieb nicht mehr viel übrig. Und ich glaube schon, dass man in so gerade in so einem Pubertätsalter so ein bisschen auch seine Grenzen austestet. Mhm. Und nach Halt sucht. Mhm. Ich glaube, das war auch so ein bisschen eine Suche von mir nach einem Umfeld, was mir Halt geben kann. Und das habe ich da zum Glück dann gefunden in Form von Christian Streich, du hast ihn gerade schon erwähnt, der ja damals noch nicht Cheftrainer von der Bundesligamannschaft war, sondern Internatsleiter, mhm, plus noch ein, zwei Personen, die da in der Pädagogik gearbeitet haben, die wirklich hartnäckig an mir festgehalten haben. Und da habe ich halt das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, ich kann mich hier auch irgendwie mal fallen lassen und auch loslassen, weil sonst war ich immer gezwungen, mich selbst irgendwo durchzukämpfen. Und da habe ich wirklich das erfahren, dass jemand an mich geglaubt hat auch, mhm, irgendwas in mir gesehen hat. Und das hat mir in dem Moment gut getan. Du hast, was ist denn mit deinen Geschwistern eigentlich? Ich meine, du hast ja, glaube ich, ein Tattoo auch, wo die Initialen deiner Geschwister drauf sind. Mhm. Waren die damals nicht, waren sie nicht wirklich für dich da? Oder hast du dich nicht getraut? Oder hattest du damals nicht das Verhältnis, dass du dich an die wenden konntest? Naja, es war so, die Familie war ein bisschen gesplittet in zwei Lager. Also einmal Lager Papa und einmal Lager Mama. Und zum Verständnis muss man auch sagen, dass mein Papa nicht der Papa von allen anderen Geschwistern ist. Ah, okay. Also es ist sehr komplex. Mhm. Also auch okay, die Geschwister sind wieder nicht alle vom gleichen Papa. Also, okay. Deshalb war das ein bisschen komplizierter, mhm, oder ist es immer noch eigentlich. Und da gab es eben zwei Lager, und ich habe ja auch, seitdem die Trennung war, dann ewig lange kaum Kontakt zu meiner Mutter gehabt, mhm, immer einmal im Jahr vielleicht an Weihnachten. Also gut und gerne 10 Jahre oder so hatte ich kaum Kontakt zu meiner Mutter, weil es eben für sie auch nicht einfach war, die Trennung und ihr Kind loszulassen heute. Als Vater selbst verstehe ich das noch mal ein bisschen anders, was es bedeutet, wenn dein Kind dann auf einmal weg ist. Vor allen Dingen als Mutter muss das wirklich, ja, sehr hart für sie gewesen sein. Ja. Also ich würde niemals ihr jetzt, trotzdem wir bis heute nicht das engste Verhältnis haben, aber würde ich niemals ihr Vorwürfe machen, mhm, für das, was damals passiert ist, sondern es ging einfach aufgrund der Situation nicht anders. Aber Ich wollte damit nur sagen, es gab zwei Lager, und die Kommunikation war dann nicht ganz einfach, weil auch wir Kinder immer dazwischen standen, und da hat natürlich auch das Verhältnis zu dem Rest der Familie gelitten. Sind deine Geschwister denn eigentlich auch dunkelhäutig? Ja. Ah, okay. Aber die Väter von den anderen aus anderen Ländern auch. Okay. Also okay, meine Geschwister sind ja eigentlich von mir alles Halbgeschwister. Ja.
anderer Vater, die untereinander eigentlich auch teilweise Halbgeschwister. Ja. Und mein Vater hat aus vorheriger Beziehung noch meine Schwester mitgebracht. Also meine Schwester ist eigentlich von den anderen fast gar kein Geschwisterteil, sondern eigentlich eine fremde Person, aber trotzdem mit denen aufgewachsen. Und für mich sind alle eigentlich Vollgeschwister, weil ich bin der Kleinste. Also ich bin mit allen ja aufgewachsen. Mhm. Was jetzt davor war, hat mich jetzt nicht wirklich interessiert, sondern für mich sind es immer 100% Geschwister gewesen. Aber ja, es ist eben viel kaputt gegangen da. Mhm. Und diese Distanz dann auch von mir, ich war dann auch voll konzentriert auf meinen Sport und auf meinen Weg gehen mit Schule und irgendwie dann, als ich Profi wurde. Wie alt warst du da? Als ich Profi wurde? Ja. 17. Und du hattest beim SC Freiburg deinen ersten Vertrag? Genau. Okay. Da ist man natürlich voll fokussiert und musste. Ich war nebenbei ja noch in der Schule, dann habe ich meinen Zivildienst noch gemacht. Und es ist es ist immer weniger geworden mit dem Kontakt, nicht nur zu den eigenen Freunden, dann auch zu der eigenen Familie. Und deshalb war es nicht so, dass die mir in dem Moment diesen Halt geben konnten, den ich vielleicht gebraucht hätte. Also Halt hat dir eigentlich der Sport gegeben, ja. Der Fußball. Ja. Warst du eigentlich jemals in Nigeria? Ja, einmal. Wie alt warst du da? Weißt du das noch? Wie alt war ich da? Das war, glaube ich, da müsste ich so 20 gewesen sein, würde ich jetzt schätzen. Okay, und wie war das? Das war krass. Also vorher war es einfach auch finanziell nicht möglich, muss man auch sagen. Mhm. Ich wurde dann aber Profi und wollte unbedingt natürlich meine Herkunft auch sehen und die Familie meines Vaters kennenlernen. Und das war krass. Also, weil auf der einen Seite fühlt man sich ja hier auch ein bisschen, also ich habe vorhin gesagt, ich habe mich immer deutsch gefühlt. Aber man merkt trotzdem, dass man ein Stück weit anders ist. Ne? Also wenn man nicht dumm ist, sieht man ja, man ist irgendwie ein bisschen anders. Und dann bin ich da hingegangen und da war ich auch anders. Ne? Also jeder hat sofort gesehen, dass ich auch nicht daher komme. Und es war für mich als selber dunkelhäutige Person so ungewohnt, als ich da gelandet bin und ich steige aus und dann sind auf einmal alle Menschen so dunkelhäutig. Das war eine ganz komische Situation, weil ich sie einfach nicht gewohnt war. Und es war so überfüllt von Menschen, also Nigeria ist ein sehr überbevölkertes Land oder sehr hochbevölkertes Land. Das war echt, das ist eine andere Welt, muss man ehrlich sagen. Und die haben dich wahrscheinlich alle vom Flughafen abgeholt? Ja. Die Familie? Ja, genau. Also so kenne ich es aus Vietnam. Ja. Da stehen immer 40 Personen und du weißt, dass du so viel waren es nicht, aber es waren ja, die engsten, so vier, fünf, also Geschwister von meinem Vater, die haben uns dann abgeholt. Und sind die dir gleich um den Hals gefallen und haben geweint? Das ist ja. Schon, ne? Ja. Also das erlebe ich nämlich ganz häufig. Es ist in Vietnam nämlich auch so. Es wird erstmal wahnsinnig geweint, es ist hochemotional. Ich war damals noch jünger, ich war 4, aber ich bin ja sehr häufig in Vietnam gewesen und sehe das immer wieder. Also also wenn du rauskommst, bist du erstmal völlig geschockt, weil da sind gefühlt 200 Vietnamesen, weil jeder holt sozusagen, eine ganze Familie holt immer eine Person ab. Und deswegen, die sitzen da richtig. Also wie, weißt du, wie beim Theater sitzen die und fächeln sich dann Luft zu. Okay. Und du kommst dann raus und dann fängt eigentlich schon einer an zu weinen. Und du weißt aber nicht, gehört jetzt zu dir oder nicht, weil ich kenne, also meine Eltern haben auch richtig viele Geschwister. Ich kannte auch nicht alle, aber ich kann mir das total vorstellen, dass es so ein Aha-Erlebnis ist. Und wie war das für dich, als sie dir so um den Hals gefallen sind? Weil dieses totale Herzliche, ja, das kennen wir ja nicht hier. Das kennen wir ja nicht hier. Ich bin aber sehr häufig schon in Afrika gewesen. Und das ist das, was mich ja immer wieder fasziniert, auch in Vietnam, wie herzlich die Leute einfach sind. Du wirst gedrückt und geherzt. Wie war das für dich? Ungewohnt und auch ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen, weil man es eben nicht so kennt und irgendwie waren das ja doch fremde Menschen. Also ich habe die ja eigentlich noch nie gesehen, außer irgendwann mal auf ganz schlechten Fotos von meinem Vater. Das war ja auch noch ein bisschen anders als heute, ne? Ja, also, genau. Und Handykameras und alles. Ja. Das war ungewohnt. Also es war mir auch nicht so, wie soll ich sagen, ja, es war... War nicht so angenehm, fand ich. Ja. Es war mir zu nah ein bisschen. Ja, verstehe ich. War bei mir genauso, als ich 4 war. Also, dass ich gedacht habe, die sehen irgendwie aus wie meine Eltern. Irgendwie verstehe ich die auch so ein bisschen. Also, ich habe damals nicht so gut Vietnamesisch gesprochen. Aber
meine Mutter hat nur geheult, also den ganzen Aufenthalt, klar, weil Vietnam war, das war kurz nach Ende des Krieges, sie hat Vietnam verlassen, okay, als Vietnam noch im Krieg war. Ihre Familie war noch zu dem Zeitpunkt sehr wohlhabend, mein Großvater war ein sehr berühmter Arzt, so wie in Da Nang, das ist so wie Bayern, ja? Mhm. Und war wirklich über die Grenzen hinaus wirklich bekannt. Und als meine Mutter gegangen ist, ist er geflohen in den Süden vor den Kommunisten und hat dann sozusagen alles aufgegeben und war dann ein einfacher Reisbauer, hat gedacht, wenn er sich tarnt und nicht sich als Arzt gibt, muss er nicht ins Umerziehungslager, was natürlich eine Fehlentscheidung war, weil auch die Kommunisten brauchen ja Ärzte, die man also im Krieg dringend gebraucht hat. Das heißt, meine Eltern, also die Familie meiner Mutter hat mit einem Schlag alles verloren. Meine Mutter hat mich dann mitgenommen mit 4 und wir nach 70 ist sie gegangen und wir sind 79 nach Vietnam gekommen und sie war im Totalschock. Also sie war einfach 4 Wochen lang nur geschockt, weil Land kaputt, lauter Menschen natürlich mit Kriegsverletzungen, ohne Arme, ohne Beine, Kinder, die hungern, die immer warten, dass du irgendwas auf den Boden schmeißt, damit sie das aufheben. Also sie war völlig geschockt und trotzdem hat die Familie alles uns gegeben. Also ich habe diese Herzlichkeit, habe ich auch gespürt, aber mir war das auch ähnlich wie bei dir viel zu nah, viel zu... Also dieses Weinen habe ich kaum ertragen. Also als Kind willst du deine Eltern auch schützen vor diesen Emotionen. Deswegen kann ich mir das total vorstellen. Nur mit dem Unterschied, ich war 4 und du warst 20. Hast du bei der Familie auch gewohnt oder habt ihr in einem Hotel gewohnt? In einem Hotel. In einem Hotel. Wie lange warst du da? Knapp 10 Tage. Ja. Und wie war das dann im Laufe der Zeit? Es war insgesamt sehr anstrengend, deshalb war ich auch wirklich im Nachgang nicht mehr da. Ja. Also es war schön auf der einen Seite, weil ich glaube, ich würde es jedem empfehlen, einfach mal dahin zu gehen, wo man auch wirklich wo herkommt. Die Wurzeln sind. Genau. Also das zu sehen war für mich sehr besonders. Mhm. Und es hat auch meinen Vater total stolz gemacht. Mhm. Natürlich, wenn er mal seinen Sohn mit nach Hause bringt. Vielleicht ist es auch ein bisschen eine Gesondersituation für mich, weil ich da schon Profi war. Und dann ist man wieder in so einem Sonderstatus dahin gekommen. Und ich bin jetzt nicht die Person, die permanent im Mittelpunkt stehen will und muss. Und kannst dir vorstellen, in Afrika ist es sowieso so, wenn du nach Europa kommst, dann hast du eigentlich schon geschafft. Mhm. Und dann kommt jemand, der Fußballprofi geworden ist, zurück nach Afrika. Ja, was ja ein ganz wichtiger Sport ist. Ne? Klar, dann hat das nochmal eine ganz andere Note. Aber ja, es war trotzdem schön. Ich erinnere mich wirklich gerne daran. Es ist halt total anders, ganz andere Lebensart, trotzdem sehr, wie wir gesagt haben, herzlich, sehr besonders, weil die Menschen, die so wenig haben, teilweise trotzdem sehr glücklich scheinen und trotzdem das Beste aus ihrem Leben machen. Also es hat mich schon auch, wie das ja so häufig ist, leider, sage ich mal, dass wenn man da ist und sagt, und da überdenkt man ganz viele Dinge, die man so in seinem eigenen Leben macht und was man überhaupt nicht zu schätzen weiß und geht dann eigentlich da weg und sagt, hey, ganz ehrlich, ich will in meinem Leben ein paar Sachen einfach auch mitnehmen. Was waren das für Sachen? Hast du die umgesetzt? Naja, eigentlich geht es eher um so zwischenmenschliche Sachen, dass man halt, hier rennt man ja die ganze Zeit irgendwie so im Hamsterrad hinterher, dass man zu einer bestimmten Schicht dazugehören will und immer höher, immer weiter, immer mehr. Und da ist es schon so, dass es ein bisschen entschleunigt hat, so das Ganze, meine ganze Persönlichkeit. Ich bin sowieso immer einer, der immer unterwegs ist und immer Neues wissen will, Neues lernen will, neue Menschen kennenlernen will, sich immer weiterentwickeln will und das ist schon so ein bisschen eine Entschleunigung für mich gewesen, weil man sieht, dass nicht immer alles nur immer weiter, immer höher sein muss, sondern dass man, glaube ich, wenn man auch mal ein bisschen das Leben ein bisschen ruhiger führt und vielleicht sich auf Dinge besinnt, die wirklich einen glücklich machen und wichtig sind, das sind ganz oft zwischenmenschliche Sachen. Das stimmt. Dass es auch so geht, aber... Ja, wie ich gesagt habe, man kommt halt relativ schnell wieder in das Hamsterrad rein und vergisst auch ganz schnell wieder. Wobei Neugierde finde ich ja total toll. Man merkt es ja in dem Gespräch mit dir. Das beeindruckt mich auch total, dass du ein ganz reflektierter Mensch bist. Und Neugierde hat für mich auch viel mit Reflektieren zu tun, dass man neugierig bleibt, also nicht stehen bleibt, sondern dass man
vorwärts geht. Also das ist ja eigentlich eine tolle Eigenschaft. Ja, das stimmt, das höre ich auch immer wieder. Aber kann auch anstrengend sein. Ja, das stimmt. Kann ich bestätigen, bin ähnlich. War das der Grund, warum du gesagt hast, du willst nicht nochmal nach Nigeria? Naja, der Hauptgrund ist, ja, weil es halt auch stressig ist. Wir haben da so viele Familienmitglieder besucht und da musst du überall auch was da lassen natürlich. Mhm. Ist ja auch kein Problem. Ja. Du musst ja auch an die Familie denken. Ja. Alle freuen sich, dich zu sehen. Es ist super heiß gewesen. Überall so ein bisschen diesen Wüstensand in den Augen, Nase. Das war ich einfach nicht gewohnt. Also ich will das gar nicht abfällig sagen, aber ich war das nicht gewohnt. Ja. Und du musst dir vorstellen, als Leistungssportler ist es ja so, also wenn ich irgendwann aufhöre, werde ich mit Sicherheit nochmal nach Nigeria gehen. Aber als Leistungssportler ist so, du hast wenig Urlaub, also zweimal im Jahr. Vielleicht im Sommer ist es ein bisschen länger, 3-4 Wochen. Aber damals war ich auch noch Nationalspieler, dann hast du maximal 3 Wochen und dann wollte ich diese Zeit nicht opfern, in Anführungszeichen, dann nach Nigeria zu gehen, und weil es einfach so hektisch und stressig ist, weil du jeden besuchen musst. Ich verstehe das total. Und deshalb ist es bis jetzt bei einmal geblieben. Es geht mir auch jedes Mal so, ich fahre alle 2 Jahre nach Vietnam, dass ich danach fix und alle bin. Dieses Emotionale mit der Familie, die ja auch ein Teil von dir ist, aber irgendwie doch fremd, das fordert einen total heraus. Also man kann sich jetzt nicht an den Strand legen und einfach mal entspannen, sondern man ist eigentlich die ganze Zeit, der Kopf arbeitet die ganze Zeit. Deswegen weiß ich ganz genau, was du meinst. Und ich finde es auch überhaupt nichts Verwerfliches, weil jeder hat ja eine andere Sehnsucht, auch das kennenzulernen und auch zu sagen, will ich mir das geben? Ich kann das total nachvollziehen. Wurdest du aber jemals gefragt, ob du für die nigerische Nationalmannschaft spielen willst? Ja. Es war sogar sehr akut damals, ich weiß gar nicht in welchem Jahr, es war kurz bevor ich dann für Deutschland gespielt habe. Das war, ich glaube, das erste Spiel hatte ich 2010 für die deutsche Nationalmannschaft. Hast du das notiert? Habe ich mir notiert. Ja, davor bist du mit U21 Europameister geworden. Genau. Also 2010 steht hier Nationalmannschaft. Genau, und genau dazwischen war das. Da war Bertie Vogt, also ein deutscher Trainer, auch ein Nationaltrainer von Nigeria. Stimmt. Richtig. Und, da war es so, dass es wirklich im Gespräch war. Und aber mein Vater, das finde ich eigentlich interessant, mir davon abgeraten hat. Warum? Ja, weil er weiß, was es bedeutet, für so ein Land zu spielen und was im Hintergrund da alles für eine Rolle spielt. Er hat gesagt, Dennis, du kennst nur die Kultur hier. Mhm. Für Nigeria zu spielen, das sind ganz andere Mechanismen, das ist auch wenn man das nicht richtig kennt und wenn man diese ganze Struktur und all diese Abläufe, Organisationen und so gewohnt ist hier in Deutschland, dann ist es einfach unglaublich schwer. Und damals, heute hat sich das ein bisschen verändert. Jetzt ist es so, dass mittlerweile einige Spieler aus Europa, die so halb-halb sind, für Nigeria spielen, und die sind dann auch schon wieder eine eigene Gruppe. Aber damals, also es ist ja schon... Das ist ja schon über 10 Jahre her, war es eben nicht so. Mhm. Da war es so, als jemand aus Deutschland, der nicht voll Nigerianer ist, die Sprache nicht spricht. Was spricht man da für eine Sprache? Also die Hauptsprache ist Englisch. Ja, okay. Also ich habe ja auch als Kind habe ich nie so gut Englisch gesprochen. Ich habe das eigentlich erst so im Laufe der Jahre jetzt richtig gelernt. Ja, ja. Aber er hat gesagt, er würde es nicht tun und würde lieber noch dafür kämpfen, vielleicht Deutschland spielen zu können. Und er hat recht behalten. Also hat er mir einen guten Tipp gegeben. Wie war denn das eigentlich, als du zum ersten Mal die Nationalhymne gehört hast? Also das musste auch für deinen Vater und für dich ein total emotionales Ding gewesen sein, oder? Kannst du dich daran erinnern? Das Ding ist, ich habe schon seit der U15, also seitdem ich 15 bin, für Deutschland gespielt. Ja. Also da habe ich das erste Mal die Nationalhymne schon. Aber in der Nationalmannschaft, also in der A-Nationalmannschaft, ist schon nochmal was anderes, das, oder? Das ist definitiv was anderes. Überhaupt das ganze Umfeld deutsche Nationalmannschaft ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. Also die ganze Aufmerksamkeit auf diese Spiele, also das war auch kurz nach meinem Debüt, war es auch unglaublich, was so auf der Straße passiert ist. Also die Leute haben mich auf einmal viel mehr erkannt, natürlich, wenn man Nationalspieler ist. Also hat sich schon ganz viel geändert. Und das erste Mal da zu stehen, das ist ähnlich wie das erste Mal die Champions-League-Hymne zu hören, das sind schon besondere Momente. Und soll ich dir was sagen? Ich guck's nur,
aber ich kriege jedes Mal krass Gänsehaut. Egal ob Champions League, wenn die Hymne da gespielt wird, die deutsche Nationalhymne. Und ich könnte bei sowas immer total mitheulen. Und also deswegen stelle ich mir das so krass vor. Also ich kann bei sowas wahnsinnig mitfiebern. Aber hat man da das Gefühl, dass man angekommen ist, akzeptiert ist? Weißt du, damals war es bei uns, ich erinnere mich auch noch, als wir 2009 Europameister wurden, wo ja einige der Spieler dabei waren, die jetzt fast die Hälfte, die jetzt Weltmeister auch geworden sind, vor ein paar Jahren für Deutschland. Da war eine Riesendiskussion, warum wir Ausländer nicht die Nationalhymne singen. Und damals habe ich es auch nicht eingesehen irgendwie. Komischerweise. Heute würde ich das ganz anders sehen. Ja. Aber damals war es so, dass wir Ausländer, sage ich jetzt mal, so eine eigene Clique waren und gesagt haben, warum sollen wir die Nationalhymne singen? Wir sind doch nicht deutsch. Also es war cooler, nicht deutsch zu sein, als zu sagen, hey, wir haben doch dem Land auch viel zu verdanken und wir leben hier und wir dürfen hier leben und es hat auch ganz viel Gutes. War es halt irgendwie, wir haben uns gegenseitig angestachelt, cool zu sein, dass wir die Nationalhymne nicht singen wollen. Das wäre heute irgendwie mit meiner Denkweise und mit dem, wie, also mit dem breiteren Horizont undenkbar, weil das auch ein Stück weit, finde ich, wir haben vorhin über Akzeptanz auch gesprochen. Ja. Das ist auch ich finde das fast schon ein bisschen, auch ein bisschen respektlos. Weil man ist in der Position, ein Land repräsentieren zu dürfen, wo ja alle eigentlich auch mit aufgewachsen sind. Und auch natürlich gibt es hier auch Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen oder schwierig sind, auch für Menschen mit Migrationshintergrund. Aber trotzdem haben alle und vor allem die dann in so einer Position sind, für die Nationalmannschaft spielen zu dürfen, dem Land auch, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel zu verdanken. Und dann kann man das, denke ich, auch repräsentieren. Wann kam denn da bei dir aber der Turning Point, dass du genau so denkst, wie du jetzt denkst? Kannst du dich daran erinnern? Also gab es da einen ausschlaggebenden Grund, dass du gesagt hast, eigentlich ist es respektlos und wir haben doch dem Land eigentlich auch viel zu verdanken? Gab es da ein ganz bestimmtes Ereignis? Nein, kann ich mich nicht daran erinnern. Das kam so schleichend mit dem, dass man sich halt anfängt, auch mit anderen Themen zu beschäftigen, glaube ich, bei mir. Und auch Dinge zu hinterfragen. Und ich meine, Fußball spielt auch viel so Gruppenzwang eine Rolle. Und Gruppendynamik, genau. Und zu welcher Gruppe gehört man? Genau. Und wie verhält man sich da? Und ich war halt schon aufgrund meines Aussehens eher in der Gruppe der Migrationshintergrund. Genau, und da war es halt cool und ich war halt früher auch vom Charakter nicht so stark, sage ich ehrlich, um da zu sagen, sag mal, was soll das eigentlich, ich gehe meinen eigenen Weg. Ja, wie hast du eigentlich die Diskussion auch um Özil damals mitbekommen, dass er auch gesagt hat, wenn ich ein Tor schieße, dann bin ich ein Deutscher und wenn nicht, dann bin ich der Türke? Hast du das nachempfinden können oder hast du einfach ganz andere Erfahrungen gemacht? Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde, das eine zu singen und das Land zu repräsentieren, hat für mich nicht wirklich was mit der Aussage zu tun. Ich würde ihm da recht geben, sogar mit dem, was er sagt, weil ich würde schon sagen, dass wenn man nicht deutsch ist, offensichtlich und zu einer bestimmten Gruppierung gehört, dass man es schwerer hat, zu 100%, das würde ich unterschreiben. Und würdest du auch unterschreiben, es gab ja ganz viel Diskussion darüber, dass er auch gesagt hat, wie er das so empfindet, eben, dass es eben auch Rassismus vor allen Dingen auch beim Fußball gibt und beim DFB. Und da gab es ja Gegenstände, die gesagt haben, also mir ist nichts aufgefallen, hier ist nicht, wir sind alles eine Gruppe. Hast du das auch so empfunden? Ich weiß jetzt nicht genau, was er gemeint hat. Er hat ja sich nie wirklich richtig spezifisch geäußert. Das war nur eine Aussage, die ich auch mal gelesen habe, dass er das mal gesagt hat. Er hat aber nichts Konkretes genannt. Ich wüsste nicht, was er meint jetzt. Also beim DFB oder so kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Wie ich vorhin gesagt habe, im Fußball ist es wirklich so, dass es in der Gruppe eigentlich überhaupt keine Rolle spielt. Ja.
Was schön ist übrigens zu hören. Ja, also das ist, es geht ja auch gar nicht anders. Ich meine, das ist ja so bunt gemischt mittlerweile bei jeder Mannschaft, dass das da gar keinen Platz hat. Ja. Deshalb weiß ich jetzt nicht, was er genau gemeint hat. Aber es ist definitiv so, dass wenn du halt, und da gehören die Türken, glaube ich, auch mit dazu, die man halt, dem man halt so einen bestimmten Stempel auf die Stirn klebt. Mhm. Und klar, wenn jemand super spielt, dann ist es super, dann ist er der absolute Held. Wobei das generell im Leistungssport so ist. Aber ich denke, jemand mit Migrationshintergrund hat schon noch mal ein bisschen schwieriger. Mhm. Also ich sage immer, als jetzt mal auch als Dunkelhäutiger mit Tattoos musst du schon deutlich besser sein als der andere. Ja, also immer dieses besser sein, genau. Wenn es nur ein bisschen ist, reicht es nicht. Genau. Also du musst deutlich besser sein. Das und selbst dann wirst du, also das ist jetzt aus meiner Erfahrung, wirst du immer wieder, also ich weiß gar nicht, was ich schon alles für Auftritte, nicht, dass ich es deshalb mache, aber was ich für Auftritte hatte und um auch wo die Leute mich kennenlernen konnten. Mhm. Interviews immer und immer und immer und immer wieder. Aber ich wurde trotzdem immer kurz danach wieder in die Schublade gesteckt, wo sie mich gerne gehabt hätten. Ja. Und das wäre zu 1000% nicht so, wenn ich nicht so aussehen würde. Da bin ich mir ganz, ganz sicher. Das würde ich sofort unterschreiben. Und ich kenne das auch als Schauspielerin, dass ich sehr lange gebraucht habe, eben nicht die Prostituierte zu spielen ohne R. Sagt man ja immer allgemein über Asiaten. Wir haben R im Alphabet in Vietnam. Aber es hat sehr lange gedauert, bis ich sozusagen wirklich die deutschen Rollen spielen konnte. Und ich musste aber immer doppelt so gut sein, dass ich das rechtfertige, warum ich dafür besetzt werde. Ja. Und deswegen kenne ich dieses Gefühl wirklich sehr, sehr gut. Und es ist eigentlich total traurig, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber man ist ja nirgendwo wirklich richtig zu Hause. Oder akzeptiert, hier bist du keine Deutsche und in Vietnam bin ich aber keine Vietnamesin, so wie du eigentlich kein Nigerianer bist. Mhm. Also das heißt, man ist immer in so einem Zwischenzustand, was es total schwer macht. Ja. Was gibst du denn deiner Tochter mit? Ihr erwartet ja auch ein zweites Kind. Ja. Was möchtest du deinen Kindern mitgeben? Boah, was möchte ich ihr mitgeben? Also es ist natürlich schwierig, wann fängt man damit an und wann wird man es erstmal damit konfrontiert. Es ist einfach so schön zu sehen, dass ein Kind so ein unbeschriebenes Blatt ist. Ne? Mm. Und man, so was Unschuldiges. Ne? Ja, also man kann da, es ist auf der einen Seite traurig, auf der anderen Seite kann man sagen, man hat doch viel selbst in der Hand und man kann Dinge ändern, die halt müssen schon früh anfangen. Also ich glaube, deshalb ist es wichtig, dass man diese Themen auch jetzt angeht für die nächste Generation, weil das Thema Rassismus ist ein anerzogenes Ding. Richtig. Und kein das Kind kann wird man, rassistisch geboren, ne? Ja, und das kann man schon ändern. Ich werde sie so oft, also ich glaube, Erziehung hin oder her, am Ende ist es auch das, was du vorlebst. Genau. Kinder gucken sich ganz viel ab und wir werden versuchen, unser Kind so zu erziehen, dass es... Und da sieht man jetzt schon die Früchte, finde ich, wie offen unsere Kleine ist. Natürlich hat das auch seine Gefahren, brauchen wir nicht drüber reden, aber wir möchten gerne unser Kind offen und gutgläubig erziehen und nicht sie so hin erziehen, dass sie hinter jeder Ecke irgendwie Gefahr sieht. Mhm. Und trotzdem ihr auch mitgeben, dass es immer auf den Menschen ankommt irgendwie und nicht auf das, wie er aussieht. Ja, richtig. Ich würde noch gerne auf einen Vorfall, der mir jetzt gerade einfällt, kommen, und zwar Kevin Prince Boateng. Der ist doch damals bei einem Spiel, gegen den Viertligisten, er hat für AC Mailand gespielt, ist ja mal vom Platz gegangen, als da so Affengeräusche gemacht wurden. Und da ist die ganze Mannschaft ja mitgegangen. Da hast du mal gesagt, ich war damals noch nicht so weit, aber heute würde ich das vielleicht auch so tun. Nee, ich habe nicht gesagt, ich würde es heute auch so tun, aber ich habe gesagt, damals, also ich bin auch ein ganz anderer Typ als er. Ne? Mm. Er ist ja ein richtiger, wie soll ich sagen? Also ich mag ihn sehr gerne, wir kennen uns schon, weiß ich nicht, fast die Hälfte unseres Lebens kennen wir uns. Ja. Er ist einfach ein anderer Typ, ist ein Straßenjunge. Ne? Ja. Der ist wirklich auch so von seiner Mentalität einer, der sein Ding so durchzieht, und so war ich nie, und
deshalb ist mir das auch nie in den Kopf gekommen, in so einem Moment dann einfach vom Platz zu gehen. Also gehört auch schon eine richtige Portion Mut dazu. Total. Aber auch toll, dass die Mannschaft mitgegangen ist. Ja. Der letzte Vorfall, der mir so im Kopf geblieben ist mit Turuno Riga von Hertha BSC, als er auf Schalke gespielt hat. Mhm. Wie hast du das damals miterlebt? Also ich nehme an, auch im Fernsehen, was hast du da gefühlt? Der wurde ja auch, kam auch Affenlaute von der Schalker Kurve. Und der, also am Anfang haben wir das ja nicht so mitbekommen als Zuschauer, aber er ist ja irgendwie, der war so wütend und so verletzt und hat das ja auch später dann thematisiert. Wie hast du das damals empfunden? Ja, ich habe das live gesehen, aber ich habe es auch nicht so wahrgenommen, wusste man ja nicht so wirklich, ne? Also ich glaube, am Bildschirm hat man das nicht so mitbekommen. Mm. Ist ja dein Ex-Verein, Schalke. Ja, stimmt. Ist dir das jemals passiert? Überhaupt? Mit den Affenlauten? Ja, das ist schon passiert, aber das ist schon eine Weile her. Da habe ich auch schon mal gesagt, für mich war das kein großer Unterschied, ob man mich als mit Affengeräuschen irgendwie versucht zu beleidigen oder zu provozieren oder wenn man ständig meine Mutter beleidigt oder, also es geht für mich in den gleichen Topf, so. Und das ist ja gang und gäbe im Fußball. Also ich weiß nicht, wie oft ich mir in einem Stadion, wenn ich zum, ich habe ja oft außen gespielt, als linker Verteidiger zum Beispiel, und dann bist du ja da beim Einwurf oder der Ball fällt mal irgendwo an der Bande, du musst den holen, ja, da hörst du ständig Beleidigung unterster Schublade. Ja. Und irgendwann lernt man das irgendwie auch damit umzugehen. Aber um zurückzukommen zu dem Fall, ist natürlich, ich meine, jetzt ist ja auch gerade das Thema wieder extrem präsent durch den Vorfall in Amerika. Ja. Es hat halt immer so Wellen, ne? Aber ich finde, es bringt halt nichts. Also erstens finde ich gut, dass er es anspricht. Ja. Umso präsenter das Thema ist, desto mehr spricht man auch darüber. Aber man muss halt auch strukturell gucken, was kann man verändern. Ich glaube, diese ganzen Kampagnen, die auf Instagram da rumgehen und ein Bild posten und jeder denkt, ich habe jetzt meinen Teil dazu beigetragen, so einfach ist das Thema nicht. Das ist einfach so tief verwurzelt und über Generationen irgendwie weitergegeben, dass es da mehr braucht als diese Kampagnen. Ich will sie nicht schlecht reden, weil es ist gut, dass man sie, dass es überhaupt präsent ist. Damit, das ist ja schon der erste Schritt. Aber man soll nicht sein gutes Gewissen damit beruhigen, indem man einfach nur ein schwarzes Bild postet, sondern man soll aktiv eigentlich was dagegen machen. Genau. Ja. Und da wünsche ich mir halt gerade im Stadion zum Beispiel so, dass wir irgendwann so weit sind, dass wir uns selbst regulieren. Mhm. Dass da kein Spieler vom Platz gehen muss, sondern dass der in dem Moment, der das sagt, und da sind ja immer 5, 6 Leute drumherum, dass die ihn regulieren. Ja. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal so weit sind, dass das passiert, dann sind wir einen ganz, ganz großen Schritt weiter. Was wünschst du dir denn, was man dich nicht mehr fragt? Welche Frage sollte man dir nicht mehr stellen? Dieses Woher kommst du ist schon nervig. Weil ich auch nie weiß, wie ich sie beantworten soll. Ja. Woher kommst du? Dann denke ich immer, ja, was meinst du denn jetzt? Ja. Aus welcher Stadt oder aus welchem Land oder was? Also wenn du fragst, dann frag bitte spezifisch. Richtig. Und nicht einfach, woher kommst du? Und ist es nicht auch abgefahren, dass man immer gefragt wird, wenn wir beide hier sitzen und noch mit 2 weißen Deutschen, dann werden wir beide gefragt. Also es ist ja okay, wenn alle gefragt werden, aber eigentlich werden ja nur wir beide gefragt. Und wenn du sagst aus Karlsruhe und ich sage aus Darmstadt, dann kommt immer so ein Lachen. Ja, und dann wird ja immer gefragt, das meine ich nicht. Und dann sage ich mir, dann frag doch halt mal richtig. Ja. Ja? Aber umgekehrt gibt es auch. Und dann sage ich, ja, mein Vater kommt aus Nigeria. Nein, das meine ich nicht. Das gibt es auch den Fall. Das stimmt. Also die Frage ist einfach, wenn dann genauer fragen, so dieses, woher kommst du? Oder gar nicht mehr fragen. Ja. Also das wünsche ich mir. Ja, aber manchmal gibt es vielleicht ja den Fall wirklich, dass jemand aus der Nähe kommt und hat mal irgendwas, also den Fall gibt es ja auch. Ja, aber dann eben genau wie du sagst, spezifisch zu fragen. Ja. Also Dennis, ich fand's toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Gerne. Und uns einen kleinen Einblick gegeben hast. Also ich bin mit ganz vielen Sachen, fühle ich sehr mit und finde deine Einstellung super. Dankeschön. Hat viel Spaß gemacht. Danke dir. Anderssein ist eine Produktion in Zusammenarbeit von Farn und Pracht Company. Idee und Konzept kommt von mir. Redaktion Anja Prinz und ich. On-Air Design Tro. Die Musik kommt von Perry von den Beethovens. Ton und Schnitt Philipp Zimmermann und Anja Prinz.
und danke an all die anderen, die diesen Podcast unterstützen.